Und Sean sagt natürlich gleich, die Pflanzen sind sie ebenfalls Fleischfresser. Alles nur, weil Desmond was gefuttert hat. So kann Desmond noch mehr essen oder ist das jetzt alles? Okay, aber die haben ja auf jeden Fall nette Hamburger gegessen mit Pommes. Schatz, guck dir das doch mal an. Und er hat von einem alten Sandwich abgebissen. So, reden wir mal ein Wir bisschen mit reden ihr. später. Sie will nicht mehr mit uns reden. Wo ist eigentlich Lucy? Na, müssen wir gleich mal gucken. Reden wir mal mit ihm. Ich habe zu tun. Der hat auch zu tun. Das heißt, ich bin rausgekommen, um von einem Burger abzubeißen. So. Ungültiges Passwort. Ich habe immer noch keinen Zugriff auf den anderen. Ich hack mich hier mal ein. So, dann hacke ich mich mal bei mir selber ein und gucken, ob ich E-Mails gekriegt habe. Null. Toll, ich habe überhaupt keine E-Mails gekriegt. Der MP3er-Player, das war so eine geile Meldung. Okay, wir haben noch nicht mal E-Mails gekriegt. Wo ist denn überhaupt Lucy schon wieder? Wir gehen jetzt erstmal wieder hoch und raus, weil ich tippe darauf, dass Lucy oben sein wird. Und wir wollen ja ein bisschen auch mit Lucy reden, weil zwischen Desmond und Lucy, ihr wisst ja. So, wo ist Lucy? Lucy? Lucy ist nicht hier. Wo ist Lucy? Dazu muss ich ja auch noch irgendwelche Gegenstände finden, wo ich noch nicht mal weiß, wo sie sein sollen. Das heißt, ich muss eigentlich noch von dieser Map hier auch noch eine Karte holen. Lucy? Lucy? Ich sehe sie nicht. Lucy ist weg. Also versteht mich nicht falsch, ich mag Lucy. Das ist ja auch da gerade der Grund, warum ich möchte, dass Desmond und Lucy weiter zusammenkommen. Naja, wenn Lucy nicht da ist, dann gehe ich wieder in den Animus. Ich gehe jetzt nochmal hinten rum. Finde ich aber schon merkwürdig, dass Lucy nicht da ist und dass die anderen beiden mir darüber nichts erzählen. Normalerweise wäre das ja ein super Grund, mir was über Lucys Fortbleiben zu berichten. Was war das letzte Mal hier oben passiert? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr richtig. So, gehen wir mal wieder runter. Ja, Lucy ist nicht da. Reden die jetzt mit mir? Bin beschäftigt. Bin beschäftigt. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich habe zu tun. Warum sollte ich aus dem Animus raus, wenn Lucy nicht da ist? Und es bringt nur was, mit Lucy zu labern. Okay, wir gehen wieder rein. Hat nichts. Ezio wartet. Hat er hier überhaupt nichts verloren gehabt? So. Wenn oh Gott, Haupterinnerung in allen Einflussbereichen der Borgia stattfindet, sollten sie naheliegende Borgia-Türme zerstören. Um den Schwierigkeitsgrad zu senken, Tauben sammeln sich auf. Ja, super. Ich lese mal wieder mit. Ja, was machen wir jetzt als erstes? Ich gucke mich erstmal hier um. Wir haben noch einige Bereiche, wo wir noch nicht mal einen Fuß reingesetzt haben. Was ist zum Beispiel das da? Templeragenten. Was ist das da? Söldnergebäude. Was ist das da? Tunneleingang. Wir haben hier noch Templeragenten, die wir natürlich nicht ausgeschaltet haben. Da ist auf jeden Fall noch eine Feder. Da sind überall noch Gebäude, die ich kaufen kann und die maßlos überteuert sind. Aber das habt ihr ja schon gesehen, dass die maßlos überteuert sind. Hier hinten in der Ecke waren wir noch gar nicht. Wo zum Geier? Ach, da ist er. Gut, dann plane ich mal meine Route. Wieso sind hier Templeragenten?
Prüfungsauftrag. Also eigentlich kann ich, entweder gehe ich über den Weg und dann da hoch. Ich gehe mal über den Weg. Schatz. Feder. Ja gut, ich gehe mal über den Weg. Wer es nicht weiß, Federn sammelt Ezio ein für seinen kleinen Bruder als Erinnerung. Eigentlich für seine Mutter. Und zwar, sein kleiner Bruder, Gott hab ihn selig, wollte nämlich eine Feder haben und seitdem hat Ezio für ihn Federn gesammelt. Also eigentlich noch nicht viele. Und dann ist der Bruder ja zusammen mit dem größeren Bruder und dem Vater gehängt worden. Und nachdem er gehängt worden ist, hat Ezio für seine Mutter weiterhin die Federn des kleinen Bruders gesammelt. Und das macht Ezio heute noch gerne. Diese Tradition hat er sich bewahrt, einfach um seinen kleinen Bruder zu ehren. Aber ist auch schade, dass sein kleiner Bruder gehängt wurde. Die Szene war echt heftig, muss ich zugeben. Also, uisch. Warum hast du dich da nicht... Ja genau, fall ganz runter. Nee, das mache ich jetzt nicht. Autsch. Okay. Nö, ich passe nicht auf. Ich brauche nicht aufpassen. Mission ein was? Ach so, meine Assassinen haben mal wieder eine Mission erledigt. Ich sehe die Feder. Und ich tippe darauf, dass der Schatz irgendwo hier oben sein wird. Also klettern wir mal so weit hoch, wie wir kommen. Oh, der ist da drinnen. Das kann natürlich jetzt auch sein. Ah, dann ist er da drinnen. Sehr wahrscheinlich. Gut, dann klettern wir mal hier runter. Ja, der ist hier drinnen. Hab ich doch geahnt. Ja, das Gebäude hier haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht gekauft. Die Preise sind ja auch viel zu überteuert, ne? Außerdem hätte ich dann noch Geld von der Bank holen müssen. Sonst schaffe ich das nämlich nicht. Weil ich muss das Bargeld immer dabei haben. So, aber die Feder doch dort drüben, die müssen uns doch irgendwie... Na, das wird ein bisschen knapp. Können wir da rüber springen? Uff! Ja, können wir. Geht dann drauf da. Holen wir uns die Feder. Da drüben. So, wir haben schon 2 von 10 Federn gesammelt. Top, Leute. Top. Ich weiß noch nicht mal, wo die Feder ist. Ich habe hier jetzt so eine Karte. Mal gucken, ob ich die jetzt finde. Nee, da sind wir nicht. In dem Gebiet. In dem Gebiet sind wir auch nicht. In dem Gebiet sind wir auch nicht. Okay, ich habe meine Karten, glaube ich, zu. Also hier sind wir. Ich kann die sogar hier durchstreichen. Jetzt brauche ich nur noch einen Stift. Ich habe hier doch irgendwo einen Stift gesehen. Komm, der war hier neulich. Hier lag hier noch so ein Stift rum. Engel, hast du einen Stift? Ich brauche mal einen Stift, danke. So, ich habe natürlich auf meiner schönen Karte hier... Oh! Bastio Bürger wurde im Rang. Mein Assassine hat natürlich... Oh Gott, das ist aber weit hier runter. Okay. Wir nehmen jetzt erstmal eine Medizin hier. Und wir laufen weiter in die Richtung. Nein! Da ist eigentlich, könnten wir ja gleich wieder gucken, wie sich unser Assassin entwickelt. Ja, ich bin momentan sehr auf den darauf bedacht, dass meine Kleinen auch Erfolg haben. Also gucken wir mal wieder an, was wir unser Assassin machen. Ja, alle Nachrichten überspringen. Assassin. Und neue... Das dauert ja Gott sagt nicht mehr lang. Der hier ist auch schon ziemlich weit. Die Dame hier ist auch weit. Oh, sieht das gut aus? Wir sind fast alle hier zu Hause. Die beiden
Die, die leichtesten Aufträge haben, sind natürlich noch unterwegs. So, Aufträge. Nein. Wir nehmen jetzt nicht nochmal so eine Babyaufträge an. Nein. Also wenn ich den und den losschicke, dann habe ich gerade mal eine 26-prozentige Chance. Nee, das machen wir noch nicht. Diese Aufträge müssen später rankommen. Gucken wir mal, was in Köln los ist. Oh, guck mal, in Köln habt ihr aber viel zu tun. Waffen stehlen, ja, das schafft einer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mal gucken. Also die Level 5 schaffen es auf jeden Fall. Die Level 4 schaffen, müssten das eigentlich auch schaffen. Dann machst du das. 86% ist nämlich noch genug. Schulgeld. Das könnte sogar eine von meinen Level 5er alleine schaffen. Da schicke ich jetzt die Frau los. Nein, die Frau soll... die Frau soll das machen. Das ist so eine Sternchenmission. So, das schafft auch eine alleine. Das machst mal du. Das schafft der Level 3er alleine. Der hier. Sag ich doch, das schafft er alleine. Dann ist er auch Level 4. Und eigentlich noch gerne irgend so eine schwere, wo ich noch die anderen da losschicken könnte. Die hier. Zusammen haben die wenigstens eine 79-prozentige Chance. Das machen wir mal. So, jetzt habe ich wieder alle Assassinen unterwegs. Weil manchmal müssen sie einfach mal unterwegs sein, ne? Gut, alle Assassinen sind unterwegs und wir machen uns weiter auf den Weg zum Ausrufezeichen. Ja, da kannst du runter. Oh, ihr steht einfach nur im Weg rum. Das soll es. Drei Leute. Oh, ich hasse diese Leute mit ihren Gitarren. Drei Stück. Drei Gitarren, Leute. So, wir klettern jetzt auch mal hier die Leiter hoch. Da oben ist noch so ein Borgia-Kunde. Den brauchen wir nicht. So. Der Geld haben wir eigentlich schon fast genug, könnte man sagen. Ja, jetzt runter da. Gut, und weiter in diese Richtung. Ich weiß gar nicht, soll ich da hoch? Muss ich da hoch? Oder ich laufe mal hier so im Kreis rum. Ich laufe hier mal vorsichtshalber im Kreis rum, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wo ich hin muss. Da vorne ist wieder Leonardos Maschine. Um diese Mission mache ich erstmal einen kleinen Bogen. Nicht böse sein, Leonardo, aber das war mir ein bisschen zu anstrengend. Jetzt weiß ich auch, warum ich das... Ich wollte gerade sagen, das war mir echt ein bisschen zu anstrengend. So, wir sind jetzt hier wieder im ländlichen Rom, in der Nähe des Kolosseums. In diesem Gebiet haben wir ja auch schon einiges, wir erinnern uns. Stopp. Ach, Mann, da muss ich jetzt einfach wieder drumherum rum. Hier haben wir auch schon einiges geschafft. Oh. Da war eine Mission erfolgreich. So. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, guck mal, da ist noch ein Aquädukt, was ich reparieren kann. Wenn ich es reparieren darf. Irgendwann mal. Ach ja, hier war ja noch das... Ach, da oben muss ich rein. Da gehe ich dann hoch. Aber hier war ich doch schon. Ach so, ja, hier war unser... Kann ich dich mieten? Natürlich mache ich das jetzt für die Söldner. So, wir haben wieder ein Gebäude gekauft, weil wir es toll finden, Gebäude zu kaufen. Ich schenke mir mal kurz was ein, nicht wundern. Okay. Ein Gebäude für die Söldner. Nett, oder?
So, jetzt müssen wir hier vorne rein und wir... Ach, da vorne gehe ich doch... Ach, okay. Hat sich erledigt. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore!